Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, auch nicht telefoniert. Aber geschwiegen haben alle. Sonst hätten sie uns schon längst gekriegt. Irgendwie hat es alles kaputt gemacht, was vorher war. Ich weiß nicht, ob Dirk und Robin besser damit klarkommen als ich. Für mich ist seitdem alles anders geworden. Ich bin weggezogen, die anderen beiden sind da geblieben. Das hat es für mich einfacher gemacht. Wir waren an dem Abend in Robins Auto unterwegs ins Underground. Dirk wollte, dass wir die Abkürzung durch den Wald nehmen. Wir waren noch nicht mal angetrunken. Einfach nur ein bisschen überdreht auf dem Weg in die Disco und haben laut Musik gehört. Es war unvermeidlich, dass es passieren würde. Wir haben ihn nicht gesehen und er konnte nicht mehr reagieren. Ich habe mich seitdem oft gefragt, warum das ausgerechnet uns passiert ist. Hätte mir eine Woche vorher jemand erzählt, dass nach diesem Abend alles anders sein würde, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht. Alles ging so unglaublich schnell. Robin hatte dann die Idee, ihn einfach zu vergraben. Damals haben wir beschlossen, uns genau ein Jahr später nochmal am Grab zu treffen. Ich habe es eigentlich schon vorher gewusst. Wir hatten uns nichts zu sagen. Unser Leben war komplett im Arsch. Und wir konnten noch nicht mal drüber reden. Das hat mich total krank gemacht. Ich bin dann als Erster gegangen.